Trotz der aktuellen Situation würde ich jetzt nicht unbedingt den Kölnern gerne sagen, wie wir genau spielen wollen. Deshalb natürlich nicht im Detail, aber die Möglichkeiten liegen im taktischen Bereich, da vielleicht auch Veränderungen vorzunehmen. Die Möglichkeiten liegen trotz der jetzt nicht exorbitant großen Personal oder Vielzahl an personellen Möglichkeiten natürlich auch im personellen Bereich. Und wir haben auch kleine Veränderungen jetzt schon durchgeführt, indem wir ein bisschen was am Ablauf geändert haben, einfach klar gemacht haben, dass es jetzt auch darum geht, sich sehr stark mit der Situation zu beschäftigen. Und das sind die Dinge, die wir jetzt in den Mittelpunkt gerückt haben. Wie hat die Mannschaft diese Veränderungen angenommen und wie hat sie auch auf die Kritik reagiert, die ihr ja auch jetzt an der Mannschaft geübt habt? Ja, selbstkritisch schon auf die Kritik reagiert. Sie sind schon so, dass sie auch sehr genau wissen, dass sie da viel falsch gemacht haben. Gegen Mainz natürlich insbesondere, aber auch insgesamt. Aber das ist alles nicht wichtig. Wichtig ist, dass sie es auf den Platz bringen. Und reden, das habe ich letzte Woche schon gesagt, hilft uns nicht. Und nach dem Spiel zu sagen, ja, wir haben das nicht hinbekommen und, das ist nicht das Entscheidende, sondern am Samstag in Köln auf dem Platz das hinzubekommen. Und natürlich sind sie ein Stück weit auch getroffen von dem, was jetzt die letzten Wochen passiert ist, aber das ist auch alles völlig zu Recht. Also wir haben einfach auch richtig schlecht gespielt und das müssen wir anders umsetzen. Ja, wir haben gestern ja schon ein bisschen anders trainiert als sonst. Nach dem Spiel sind rausgegangen, alle gemeinsam, einfach auch um ein Stück weit auch um uns zu zeigen, dass da keiner wegrennt. Das war wichtig gestern. Heute ein Training anzusetzen ist zumindest für uns eigentlich ungewöhnlich. Normalerweise der zweite Tag nach dem Spiel auch in englischen Wochen immer frei, um Regeneration zu haben. Aber es war für uns wichtig, man kann auch gemeinsam hier regenerieren und trotzdem auch schon ein paar taktische Dinge heute machen, die nichts mit Intensität zu tun haben. Das werden wir jetzt heute tun, weil uns das deutlich wichtiger scheint, sich damit jetzt zu beschäftigen, als die optimale Regeneration zu haben. Also natürlich verlieren wir die Regeneration nicht aus dem Blick, das wäre verrückt, aber es ist aus unserer Sicht jetzt die Entscheidung, es ist besser, sich damit zu beschäftigen, auch heute. Und im direkten Ablauf zum Spiel werden wir auch ein, zwei kleine Sachen ändern, aber das bleibt bei uns. Aber nehmen wir mal so einen Knaben wie den Milos Veljkovic, der nun wirklich einen rabenschwarzen Tag hatte. Wie gehen Sie mit dem um? Wie bauen Sie den jetzt wieder auf nach so einem Spiel? Der hatte ja sogar auch Tränen in den Augen. Ja, das habe ich auch gesehen, aber auch da muss ich ganz ehrlich sagen, das beschäftigt die Jungs und die sind, natürlich sind die getroffen, aber das ist nicht wichtig jetzt, sondern wichtig ist, wie sie es auf den Platz bringen. Und es ist jetzt nicht die Zeit, alle in den Arm zu nehmen, sondern ich sehe meine Aufgabe jetzt ganz klar da drin und das habe ich und diese Überzeugung habe ich auch vollkommen in mich, in das Trainerteam. Die Aufgabe von uns ist, Lösungen aufzuzeigen, wie wir ein Spiel in Köln spielen. Welche Möglichkeiten wir haben, gegen diesen Gegner zu Torchancen zu kommen, sie zu verteidigen. Und es ist die Aufgabe der Mannschaft, sich jetzt auch individuell, aber auch als Mannschaft in die Verfassung zu bringen, dass sie in Köln dagegen gehen. Und da gibt es natürlich vielschichtige Gründe. Ich sage nochmal, auch wenn es nicht populär ist, es ist nicht so, dass sie nicht wollen. Überhaupt nicht. Aber nach dem 0-2 gegen Mainz waren wir einfach in der Schockstarre. Und das ist etwas, was uns nicht passieren darf. Ich glaube, wer uns kennt, insbesondere auch Florian, der weiß, dass er dort nichts Aktionistisches tun wird und keinen an Pranger stellen wird, sondern es geht einzig und allein darum, welche Elf und mit den drei Anwechselspielern dann vielleicht 14 Spieler zu finden, die am Samstag am ehesten in der Lage sind, eine Reaktion zu zeigen, ein gutes und vor allem erfolgreiches Spiel zu machen. Das ist das Einzige, um was es geht. Alles andere zählt dann nicht. Ne? Da gibt es auch keinen Sündenbock oder irgendwas, selbst wenn einer jetzt nicht spielen sollte, sondern es geht darum, natürlich das zu bewerten, was auch in den letzten Wochen, Monaten passiert ist, aber das alles Entscheidende ist, die Elf zu finden, die am Samstag die höchste Wahrscheinlichkeit haben, erfolgreich Fußball zu spielen. Wie kriegst du das jetzt hin, in der kurzen Zeit diese Verunsicherung aus den Köpfen zu bekommen und welche Rolle spielt vielleicht auch Marlowitz dabei?
Ja, Andreas spielt die Rolle, wie er sie immer spielt. Er arbeitet im Hintergrund mit den Spielern. Er ist Teil des Teams. Das haben wir immer betont, dass er auch nicht in Krisenzeiten nur da ist, sondern immer dabei ist. Das war ein großer Ansatz die letzten zwei Jahre auch mit ihm, weil das, was, glaube ich, was außergewöhnlich ist, was es sonst nicht gibt, dass ein Sportpsychologe komplett Teil des Teams ist. Da hat sich nichts Großes verändert. Ja, und das andere ist, so schwer das dann manchmal auch ist, weil man natürlich auch im ersten Schritt dazu neigt, zu sagen, ja, alles reinhauen und, also so ein bisschen dann auch diese Parolen auszugeben. Natürlich, wenn man nicht ganz klar ist und nicht ganz sicher ist in dem, was man tut, und alles andere wäre Quatsch, wenn wir was anderes behaupten würden, also jeder hat die letzten Spiele gesehen, ist es trotzdem unglaublich wichtig, klare Handlungsanweisungen zu haben, aus meiner Sicht. Dinge, an denen man sich festhalten kann im Spiel, auf der Handlungsebene. Also das, was tue ich und wie tue ich es. Und das ist die wichtigste Aufgabe, die wir jetzt die nächsten zwei Tage haben. Und da müssen wir sehr, sehr gut arbeiten, weil anders als in sehr guten Phasen, glaube ich, muss man dann auch wirklich es so hinbekommen, dass die Lösungen sofort greifen im Spiel. Und dass es nicht die Möglichkeit gibt, was grundsätzlich eine unserer großen Stärken ist oder war und auch wieder werden wird, dass wir sehr flexibel sind im Spiel, auch Sachen wieder anzupassen, zu verändern, weil wir viele Lösungen haben, glaube ich, dass es für Köln jetzt sehr wichtig wird, klare Lösungen zu haben, die stabil sind, die dann vielleicht auch nicht das allerletzte Detail betreffen, aber die stabil sind. Und das ist etwas, was ich als unsere Aufgabe ansehe, das der Mannschaft zu vermitteln. Ansonsten ist es, glaube ich, auch anknüpfend an das, was Frank sagt. Es ist ein Spiel, was ein Stück weit auch für sich alleine steht, jetzt. Es geht nicht darum, jetzt bis zu diesem Spiel Grundsatzentscheidungen zu treffen, Spieler auszutauschen oder Sonstiges, sondern das kann für dieses eine Spiel sein, aber danach werden wir sehr klar besprechen, wie wir uns in der Rückrunde und vor allen Dingen in der Vorbereitung wieder auf einen grundsätzlich besseren Weg machen wollen. Aber jetzt für das Köln-Spiel ist es ein Spiel, das für sich alleine steht und wo es nur darum geht, mit den eben angesprochenen klaren Handlungen, die wir den Spielern in die Hand geben wollen, erfolgreich zu sein, weil das ist entscheidend. Du hast gerade von der Herangehensweise gesprochen an das Spiel, die sich unterscheiden könnte von deiner bisherigen Linie oder eurer Linie, die ihr habt. Heißt das, ihr werdet euch hinten reinstellen, jetzt mal ganz plump ausgedrückt? Na, hinten reinstellen mit Sicherheit nicht, in dem Sinne, dass wir sagen, Torverteidigung und vorne hilft uns der liebe Gott. Also so würde ich es auch nicht sagen. Aber wir werden natürlich auch ein Stück weit darauf eingehen, was uns die letzten Wochen immer wieder Probleme bereitet hat. Auch da muss man nicht drum herum reden. Auch gerade Mainz hat uns in 1-gegen-1-Duellen schon Probleme bereitet. Körperlichkeit, Tempo. Und das sind durchaus auch Attribute, die Kölner Stürmer haben. Also Córdoba, Modest, Terodde, alles sehr große Stürmer. Dazu auf dem Flügel grundsätzlich auch ein gewisses Tempo dabei. Und 1-gegen-1-Spieler. Drexler sehr stark gespielt die letzten Wochen. Da müssen wir natürlich drauf aufpassen. Aber es wird auch da sehr wichtig sein, dass wir Momente finden, wo wir aktiv sind. Also nicht darauf warten, dass der Ball zu uns kommt, sondern wir müssen aktiv sein. Wie hoch und in welcher Formation, das werden wir dann noch mit der Mannschaft besprechen und ihr werdet Samstag sehen. Aber klar ist auch, dass unser Weg zum Tor, der sollte sehr zielstrebig sein und nicht mit vielen Schnörkeln am Wochenende. Kannst du konkret sagen, welche Fehler möglicherweise in der Kaderzusammenstellung auch vorzufinden sind, die eben auch dazu beigetragen haben, dass wir in dieser Situation hier sind? Ja, ich habe mich, glaube ich, nie vor einer Verantwortung gedrückt und es ist auch offensichtlich, dass ich als Geschäftsführer für den Bereich eine Gesamtverantwortung habe und gerade in schwierigen Zeiten, schlechten Zeiten auch immer wieder darauf hinweise und wir treffen alle täglich sehr, sehr viele Entscheidungen und dass dort nicht immer alles richtig ist, das ist auch normal, ist auch menschlich, aber ich werde jetzt nicht näher vor so einem Spiel in Köln nach den Spielen, die wir jetzt erlebt haben, auf eine grundsätzliche Kaderzusammenstellung eingehen. Das können wir gerne in der Winterpause tun, aber
jetzt gilt der komplette Fokus auf das Spiel gegen Köln. Es fällt ja auf, dass dieser Faktor Körperlichkeit oder Physis immer wieder genannt wird. Als der Trainer meinte jetzt auch gerade, dass die Mainzer eben auch, was Körperlichkeit anbelangt oder Tempo anbelangt, eben Werder auch Probleme bereitet haben. Hast du das zumindest schon als Faktor festgestellt, der euch generell fehlt? Und wird das ein Thema sein, auch für die Winterpause, wenn es darum geht, den Kader nochmal aufzufrischen? Ja, wir haben das im Sommer schon oder letzte Saison schon analysiert und dementsprechend auch eine gewisse Körperlichkeit, auch Spieler, die eine gewisse Aggressivität auch vorleben, dazugenommen. Und ja, wenn man eben dann aber halt auch sieht, dass jetzt am letzten Samstag Spieler diese Körperlichkeit eben auch ein Stück weit vorleben, dokumentieren, wie ein Ömer Toprak, wie ein Niklas Füllkrug, wie ein Philipp Bargfrede auch da nicht zur Verfügung stehen, dann ist das natürlich ein Element, das uns jetzt auch gefehlt hat und auch natürlich, und da kommen ja andere Faktoren, die jetzt ja auch in den letzten Tagen und Wochen in der Analyse des Kaders oder unserer grundsätzlichen Situation eben auch vorkamen, natürlich auch fehlen aufgrund unserer Situation und deswegen müssen wir natürlich immer wieder neu bewerten, was haben wir jetzt, was steht uns zur Verfügung und was muss man gegebenenfalls verändern. Das haben wir in den letzten Wochen schon gesagt, auch vor den Spielen gegen Bayern, gegen Mainz und auch vor Paderborn schon, dass wenn wir etwas Sinnvolles finden, wo wir ein Element, einen Spielertypen, einen Spieler bekommen, der uns gut tut für die Rückrunde, dann wird man das tun. Wenn wir den nicht finden, dann kann es auch sein, dass wir nichts tun. Nochmal, es gibt eine finanzielle Komponente und es muss sinnvoll sein. Das sind die zwei Punkte, die für uns entscheidend sind, ob wir im Winter Neuzugänge vermelden oder verpflichten können oder nicht. Einer, der wieder zurück ist, ist Finn Bartels, hat jetzt zwei Kurzeinsätze und auch einen relativ guten Eindruck hinterlassen gegen Mainz. Wie weit ist er denn schon? Also traust du ihm schon Startelf-Einsatz zu? Ja, ich muss jetzt mal mit Finn reden, nochmal morgen übermorgen auch mit den Physios reden. Also ich muss auch wirklich sagen, dass mir gab jetzt wirklich nicht viel Positives in dem Spiel, aber Finn gehörte dann doch dazu. Also ich fand, dass er gute Aktionen hatte, dass er wieder gezeigt hat, wie er intuitiv die Tiefe bedroht hat, Abschlüsse gehabt. Ich hatte schon nach München mit ihm geredet, da sagte er noch, ja, das war ja keine normale Einwechslung. Das war es jetzt natürlich auch nicht. Das Spiel war natürlich auch durch zu dem Zeitpunkt. Aber trotzdem, wie er sich bewegt, wie er in den Räumen ist, ist er durchaus natürlich auf dem Wege jetzt scheinbar wieder. Ich sage das immer mit aller Vorsicht, weil wir da natürlich auch schon ein paar Rückschläge hatten, dass er stabil wird. Und wenn er stabil ist, dann ist er eine absolute Verstärkung und wäre auch wirklich eine Art Neuzugang im Winter für uns. Ob er jetzt für das Spiel vielleicht dann der Überraschungsgast wird, der 45 bis 60 spielt, schauen wir mal. Was macht es denn jetzt aus für das Spiel, dass ihr jetzt auf dem Relegationsplatz steht? Was bedeutet das und was würde es vor allen Dingen bedeuten, wenn ihr da stehen bleiben würdet für den Winter? Ja, für das Spiel. Ich glaube, das ist so. Wenn du deine eigene Leistung nicht bringst, wir haben jetzt seit drei Spielen nicht gewonnen und keinen Punkt geholt, dann ist es zwangsläufig, dass die anderen irgendwann punkten. Da musst du nicht drauf hoffen. Also, dass 14 Punkte am Ende reichen werden, das kann ich ziemlich sicher ausschließen. Von daher ist das erstmal jetzt, hat das für mich keine großen Auswirkungen. Nichtsdestotrotz ist es schon so, dass wenn du, und so funktioniert Bundesliga nun mal auch, wenn du Samstag gewinnst in Köln und dann sicher nicht auf einem Relegations- oder Abstiegsplatz stehst, was ja beides theoretisch möglich ist am Wochenende, dann ist es trotzdem schon wieder eine andere Situation. Dann gehst du in die Winterpause und sagst, okay, war echt in der Gesamtheit nicht gut, aber das letzte Spiel gewonnen gibt dir mal ein anderes Gefühl und du stehst vielleicht nicht auf einem dieser letzten drei Plätze. Das wäre schon nicht ganz unwichtig. Der andere Aspekt ist, ich kann mich erinnern an eine Weihnachtsfeier hier bei Werder Bremen, da war ich noch Co-Trainer. Da hat der damalige Sportchef gesagt, da waren wir auf dem Relegationsplatz Weihnachten und hat gesagt, da fand er da eigentlich ganz gut, weil die Sinne scharf bleiben. Und dementsprechend kann man auch da wieder beides natürlich, beide Argumentationen ziehen. Wenn ihr mich persönlich fragt, würde ich aber gerne lieber samstagsabend zumindest mit einem einigermaßen guten Gefühl in die Weihnachtspause gehen. Also für mich persönlich fände ich es schon sehr, sehr gut, wenn das nicht der Fall wäre. Wo du gerade die Weihnachtspause angesprochen hast, geht ihr zwei überhaupt in die Weihnachtspause oder müsst ihr durchanalysieren?
Das ist eine Frage an den Chef. Ich bin angestellt. Nein, man muss ja bis zum 31.12. seinen Resturlaub abfallen, deswegen kriegt der Trainer auch frei und ist auch sehr wichtig, gerade in so einer Phase, die ja schon sehr, sehr intensiv war, die sehr, sehr kräftezehrend natürlich auch ist. Es ist sowieso das Profigeschäft immer, aber natürlich, wenn du eine schwierige Phase hast, zehrt das natürlich schon auch noch ein bisschen mehr. Und da hat man während der Saison sehr, sehr wenig bis keine Möglichkeiten, mal wirklich abzuschalten und deswegen ist es auch wichtig und richtig, dass man über die Feiertage dann wirklich mal auch ein paar Tage abschaltet, wieder Kraft sammelt, den Akku auflädt und dann mit neuer Kraft, neuem Mut, neuer Frische dann auch die Aufgaben angeht. Wie gehst du mit den Führungsspielern um? Ich spreche jetzt Davy Klaassen, Niklas Mosander, Nuri Sahin, die ja auch gegen Mainz die Mannschaft überhaupt nicht mehr mitreißen konnten und diesen Untergang nicht verhindern konnten. Sind das spezielle Gespräche mit denen nochmal oder suchst du dir womöglich jetzt auch noch weitere Führungsspieler, wo du sagst, denen kann ich diese Rolle mehr zutrauen? Und wie wichtig ist das am Samstag, dass da wirklich 2-3 Köpfe da sind, die nicht sofort runtergehen? Ja, das ist natürlich wichtig, dass du halt, wir haben ja vorhin die Frage schon gehabt, dass du entweder mit positiven Dingen, ich sag's nochmal, positiv genauso wichtig, also nicht, dass dann irgendeiner da steht und sagt, was machen wir jetzt mit einer Führung, aber einfach mit Spielereignissen entsprechend umgeht. Und da hast du dann von außen natürlich noch einen Einfluss, aber einen eher beschränkten Einfluss im Spiel. Und das sind gerade die spezielleren Momente, die ich mit einigen Spielern bespreche, zu denen nochmal unbedingt Dave gehört, der da meiner Meinung nach trotz allem in jedem Spiel versucht hat, sich dagegen zu stemmen. Das sind so eher die speziellen Momente, die du dann mit den Spielern hast, taktisch, Handlungsanweisungen. Also das macht man schon mit jedem Spieler und ein paar versucht man trotz allem auch von dieser Rolle zu befreien. Also ich sage mal ein Beispiel, Milot Rashica soll sich wirklich sehr darauf konzentrieren, wie er spielt und dann im Soge der anderen die Handlung mitmachen, sozusagen. Nachfrage bitte von Björn. Also, dass Davy das läuferisch und kämpferisch macht, das ist ja deutlich zu sehen. Aber warum schafft er es nicht mehr? Also, das ist ja diese eine Komponente, aber er kriegt die andere Komponente spielerisch, dann auch die anderen mitzureißen, also selbst spielerisch gut dazustehen, sie in Szene zu setzen, aber auch die ganze Mannschaft mitzureißen, weil er hat das ja schon mal gezeigt, aber im Moment geht das bei ihm ja auch nicht. Woran liegt das? Ja, das ist richtig, dass er natürlich auch jetzt in den letzten Spielen gerade nicht die spielentscheidenden Momente hatte oder, also da waren wir auch relativ weit von weg, aber nichtsdestotrotz, nehmen wir mal das Spiel in Wolfsburg, was das letzte siegreiche war, da hatte er dann auch wieder seine Momente vor dem zweiten Tor, wo er mit einer Körpertäuschung Gegner ins Leere laufen lässt, dann der Ball auf Ludde und dann der Kopfball Leo, das war schon entscheidend, wie er sich da rausdreht in dem Moment, aber klar ist auch, und das gilt ja für alle, dass nicht die stabile Leistung über die gesamte Saison da war. Und das ist aber etwas, was wir wirklich im Winter, und das habe ich ja auch schon vor den letzten drei Niederlagen gesagt, was wir im Winter hinbekommen müssen. Wir müssen alle wieder in den Rhythmus kommen. Dazu gehört, dass wir gemeinsam trainieren können, dass wir an Dingen arbeiten können, die elementar wichtig sind für unser Spiel, wie Staffelung, wie Zusammenspiel, wie dass jeder weiß, was der andere tut, wenn der Ball rechts ist und was er tut, wenn er links ist. Und nochmal, keine Entschuldigung, aber das war einfach nicht möglich in dieser Hinrunde. Und darunter hat dann die Leistung der gesamten Mannschaft irgendwann gelitten und die Leistung der einzelnen Spieler dann irgendwann auch gelitten. Aber das ist alles nicht wichtig für Samstag, sondern das ist meine Aufgabe und das ist auch meine Pflicht, zu sehen, was ist noch stabil, was kann man an Handlungen machen am Samstag und das müssen wir auf den Platz bringen. Und dann bin ich trotz allem der Überzeugung, dass wir in Köln gewinnen können.